das Hamburger ins Frühcafé mit einem hochtechnologischen und ganz innovativen Thema Computer Games. Ja, einer der allerwichtigsten Medientrends weltweit, Computerspiele, wenn nicht der wichtigste. Immerhin im Jahre 2002 war es bereits so weit, man hat weltweit mit Computerspielen mehr Geld verdient als mit Hollywood-Filmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch unsere schöne Stadt Hamburg profitiert von diesem Trend sehr stark, denn wir in Hamburg sind eigentlich der wichtigste Games-Standort für diese Branche innerhalb von Deutschland. Jetzt zum Thema zu Gast, Eike Klintwort. Er ist Experte zum Thema Games. Guten Morgen. Guten Morgen. Toll, dass Sie da sind. Wie ist das eigentlich mit den Menschen, die Computerspiele spielen? Sind das immer noch so typischerweise die männlichen Teens und Twents oder ist das schon der breite Querschnitt durch die Gesellschaft? Bei unseren Spielen ist es vor allem so, wir haben die Kerngruppe sind wirklich noch jüngere Spieler, das heißt zwischen 16 und 24 Jahren, meist männlich, aber wir haben auch ältere Spieler. Wir haben Spieler teilweise über 80 Jahre alt, die über 80 Jahre alt sind, unsere Spiele spielen. Wir haben weibliche Hausfrauen, die unsere Spiele spielen. Also wir haben die komplette Gruppe, aber wir haben die Kerngruppe ist wirklich dieser jüngere Bereich. Aber eigentlich schon die gesamte Gesellschaft erfasst. In James Camerons Avatar, jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten, gerade in den Kinos gewesen, läuft aus lauter Erfolgreichigkeit immer noch sozusagen. Da verschmelzen ja Computerspiel und Film schon weitgehend. Wo soll denn das noch hingehen? Was ist denn da jetzt die Entwicklung? Also ich denke, dass es noch in der Zukunft noch weitere solche Projekte gibt. Das heißt, es gibt Computerspiele zum Film, gab es schon, auch schon in der Vergangenheit, auch vor James Cameron schon einiges. Und ich denke, dass es noch weiter und stärker ausgebaut werden wird. Und dass wir, gerade weil die Grafik am Computer immer besser wird, dass wir da immer beeindruckendere Ergebnisse bekommen und filmrealistischere Ergebnisse. Also werden wir wirklich da irgendwann innerhalb des Spiels im Film sein? Ich denke schon, dass wir so weit kommen. Da freue ich mich schon mal drauf. Welche Spieleinhalte sind denn momentan vor allem Trend? Was wird gespielt? Also immer ist Rollenspiele sind zurzeit der große Trend, gerade Online-Rollenspiele. Das heißt, dass Spieler in einen Charakter reinschlüpfen und mit anderen Spielern zusammen dort spielen. Das ist gerade zurzeit der große Trend. Aber auch insgesamt der ganze Online-Markt ist sehr boomt und mit anderen Spielern zusammenspielen ist der Trend der Branche zurzeit. Wenn man mal die Rezeptionssituation, die Spielesituation unterscheidet, dann muss man ja auch segmentieren. Also man kann natürlich am PC spielen, also im PC spielen, mit der Konsole. Man kann im Internet oder auch auf dem Handheld, auf dem Mobile spielen. Genau. Was ist denn da so der im Bereich mit dem stärksten Wachstum? Also insgesamt, der Mobile-Markt wächst sehr stark zurzeit, da die Smartphones immer besser werden. Die großen Hersteller haben immer größere Displays und meistens auch schon Internetverbindungen, um dort Spiele auch online zu spielen. Aber auch der PC-Bereich, gerade im Internet-Browser, wenn man einen Browser öffnet, kann man sofort Spiele spielen und dort loslegen. Browser-Games als Stichwort. Was ist da für die Menschen so faszinierend? Also die treffen sich ja dann mit unglaublich vielen gleichzeitigen Mitspielern über die Software, mit der man ins Internet geht, den Browser am PC sitzend. Überall auf der Welt sind andere Spieler, man spielt gemeinsam. Wo ist da die Faszination? Ich denke, gerade das gemeinsame Spielen ist die Faszination. Zum einen ist es sehr einfach, sich anzumelden. Man muss einfach nur eine Internetseite eingeben, öffnen und kann fast schon sofort losspielen. Es ist alles komplett kostenlos. Das heißt, keiner hat dafür was zu zahlen und man trifft wirklich die verschiedensten Spieler dort. Man ist zusammen mit den 40, ein jüngerer Schüler ist zusammen mit den 40-Jährigen und spielt mit denen zusammen und das ist auch generationsübergreifend dort und man kann sich dann mit anderen Spielern zusammen messen. Wobei der Bereich optisch noch ein bisschen einfacher ist, oder? Genau, der Bereich ist der Browser Games, werden die genannt, ist noch optisch einfacher. Es liegt einfach daran, dass die Internetverbindungen noch nicht ganz so gut sind und die Browser natürlich noch nicht alle perfekten Grafiken anzeigen können. Also da ist dann die Faszination eher die Interaktion mit Menschen, die irgendwo auf der Welt verteilt sind, so ungefähr. Genau. Wie kommt es denn eigentlich, dass Hamburg so ein großer Standort in Deutschland sind für diesen Markt der Games oder für die Branche? Ich denke, einerseits ist Hamburg eine sehr attraktive Stadt, gerade für Computerspielentwickler. Wir haben, und in unserer Firma haben wir keine Probleme, auch Leute aus Süddeutschland zum Beispiel nach Hamburg zu locken und zu sagen, kommt doch nach Hamburg. Und die meisten wollen auch wirklich dahin gehen, denn Hamburg bietet sehr viel für junge Leute oder gerade für junge Leute. Und ein weiterer Punkt ist, in Hamburg gibt es von Hamburg at Work die Game City Hamburg und die kümmern sich auch darum, dass hier ein Netzwerk entsteht, dass hier die Firmen untereinander Kontakt haben und dass man zusammen sich über neue Ideen austauschen kann. Mhm. Also die Förderung findet statt, damit sind Sie auch zufrieden, Hamburg kümmert sich um die Branche. Genau. Das. InnoGames
Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihre eigene Firma ist bester Beweis dafür, dass hier Jobs geschaffen werden, dass diese Branche ein Jobmotor ist bei uns in der Stadt. Sie suchen ganz konkret Leute. Genau, wir suchen ganz konkret Leute, vor allem Entwickler suchen wir, mit der Programmiersprache PHP, aber auch in anderen Bereichen suchen wir gerade sehr viele Stellen. Über 20 Stellen haben wir zurzeit ausgeschrieben. Meine Güte. Wo sollen das noch hinführen? Weltmarktführerschaft? Ganz so weit würde ich natürlich erst noch nicht gehen, aber wir wollen natürlich noch wachsen. Wir haben noch viele Ideen in unseren Köpfen und die wollen wir natürlich alle verwirklichen. Also spannendes Thema, ganz genau. Neue Technologien und auch Entertainment letztendlich. Herr Klintwort, danke fürs Kommen heute Morgen und bitte schaffen Sie noch viele weitere Jobs bei uns in der Stadt. Ich danke auch. Danke.